Warum ist eine Beziehung ein langfristiges Ziel? Sehr gut, gefällt mir. Noch ein Junge. Marco. Marco. Schau mir in die Augen. Schau mir immer noch in die Augen. Immer noch. Und jetzt stell dir vor, du musst jetzt eine Frau 10 Jahre lang in die Augen schauen. Leute, das hört sich verdammt lang an. Leute, das ist der Wahnsinn. Stellt euch vor, 10 Jahre lang. Es gibt Leute, die gehen und heiraten. Und dann sagen, ja, bis der Tod uns scheidet und ich in der Kirche so. Gefahren. Was ist los da hinten? Ich so. Da gehört mehr dazu. In einer Beziehung gehört mehr dazu. Es ist nicht nur, ah, Händchen halten, ah, hier, lol, lieb dich und so. Nein. Wenn Schwierigkeiten da sind, dann muss man die Lösung finden. Und zwar gemeinsam. Da muss man hingehen und sagen, Schatz, da, Händchen halten. Ja. Schatz, was ist los? Was ist hier? Schatz, was hast du? Dankeschön für die Antwort. Und das ist schwierig. Das ist sau schwierig. Warum? Warum ist schwierig? Thema Fehler wieder. Fehler. Warum ist das schwer? Warum ist es schwer? Weil wir Männer nicht kommunizieren können. Mädels, aufgepasst. Wie bitte? Versagen, dankeschön. Versagen. Weil wir Männer haben Angst zu versagen. Das lässt uns ganz klein aussehen. Und 10 Jahre ist ziemlich lang. Also wir haben uns hier in die Augen. Das war schön, ne? Also ich habe so Gänse aufgedrückt. 5 Sekunden! Und er war so ein bisschen so. Soll ich hingehen? Soll ich noch weiter gucken? Stellt euch vor, 10 Jahre lang! Und das ist das Problem. Wir müssen wachsen, damit unsere Beziehung auch mit uns wächst.